Und weiter geht's im fröhlichen Zurückhörreigen mit einem Fall für Melitta und Stern, der dritte mittlerweile. Da habe ich übrigens auch nachgeholt und habe die anderen beiden gehört, die ich richtig gut fand. Hm? Das ist ein cooles... Also gerade den zweiten fand ich super. Ja, ja, das ist wirklich toll. Ja, und wie die zwei irgendwie miteinander agieren, und das ist ein sehr interessantes... Und weiter geht's im fröhlichen Zurückhörreigen mit einem Fall für Melitta und Stern, der dritte mittlerweile. Da habe ich übrigens auch nachgeholt und habe die anderen beiden gehört, die ich richtig gut fand. Hm? Das ist ein cooles... Also gerade den zweiten fand ich super. Ja, ja, das ist wirklich toll. Ja, und wie die zwei irgendwie miteinander agieren, und das ist ein sehr interessantes Gespann. Am Anfang war es ein bisschen merkwürdig. Ich dachte, tja, einer aus dem Klostergarten, was? Und dann so eine Adlige, das ist merkwürdig. Aber es ist wirklich, also ich fand beide, tatsächlich die ersten beiden, sehr hörenswert. Und jetzt gab es eben den dritten. Dunkelbiertod heißt der dritte Fall für Melitta und Stern und ist auch wieder von Katja Röder, die BR-Produktion. Und das gab es ja im August im Radio zu hören und könnt ihr euch immer noch im BR-Hörspielpool downloaden. Ja, es ist interessant, das war nämlich, das tauchte ja so plötzlich, hatten wir es, glaube ich, im letzten Orcast noch erwähnt, dass das doch irgendwie aufgetaucht ist. Ja. Wir hatten ja über den Knallhart-Podcast gesprochen. Also da taucht es dann unvermittelt auf. Knapp einen Monat vor der Ursendung im Radio war es da schon als Download zu hören. Schön, bisschen überraschend vielleicht, aber ja, sehr lobenswert, dass man auch gleich mit Ursendung diesen Podcast ein bisschen auf die Schiene bringt. Das ist doch schon aller Ehren wert. Ja, der Fall an sich, es geht um einen Anschlag, also zumindest eine Merkwürdigkeit, denn Anton Stern wird vergiftet, und zwar an einem Bier vergiftet er sich, das in einem Fass war, was wohl unsachgemäß gereinigt wurde. Ja, es tun sich da mehrere Motive auf, was dahinter stecken könnte. Also natürlich bloßes Versehen, aber das irgendwie passt das eigentlich nicht so ganz an. Dann tauchen auch noch Merkwürdigkeiten auf. Insbesondere gibt es natürlich bei bierbrauenden Bayern gerne mal Konkurrenz, und die ist auch hier zugange. Und was diese Konkurrenz betrifft, da gibt es auch einen Erben der ursprünglichen Brauerei, die in jüdischer Hand war und von den Nazis enteignet wurde. Und ein Nachfahre dieses bierbrauenden Juden, der taucht nun auf. Und auch da vermutet man, ja, da könnte ja auch was dahinter stecken, oder das könnte alles was mit zu tun haben. Ja, Melitta und Stern müssen jetzt hier quasi ermitteln, weil sie auch zum Teil halt natürlich am eigenen Leib betroffen sind. Anton Stern hat halt das Problem, dass er im Krankenhaus ist und nur so bedingt mit ermitteln kann. Melitta hat hier ziemliche Alleingänge. Grundsätzlich wieder ein schöner Fall eigentlich, weil dieses Setting mit den Figuren finde ich eigentlich immer noch ziemlich gut, wenn auch gleich sich das ein oder andere vielleicht ein bisschen abgeschliffen hat. Aber die Grundidee hinter diesem sehr illustren Duo fand ich gut. Aber der Fall an sich, ist mir schon ein bisschen wie Sauerbier aufgestoßen, dass der Fall Dunkelbiertod heißt. Und das klingt halt leider so sehr nach diesen momentan sehr, sehr angesagten, wie heißen sie, Eberhardinger Krimis, Klüftelkober, ihr wisst schon, was ich meine hier. Kluftinger? Ja, ist das Kluftinger? Weiß nicht, also halt, da gibt es ja mehrere verschiedene. Ja, also dieses, ja jedenfalls, was dieser ehemalige Assistent von Leitmeier und Dings da im Fernsehen halt verkörpert. Ja, wie gesagt, du hast ja schon recht, es gibt da mehrere. Ja, und das hat so diese, für mich so ein bisschen zu viel von diesen Regionalkrimi-Vibes und dieses etwas leichtere, wenngleich man natürlich versucht, mit dieser NS-Story da ein bisschen Tiefe reinzubringen, aber irgendwie will das nicht so richtig gelingen, und es bleibt so ein bisschen dünn, hatte ich so den Eindruck. Also ich fand's immer noch gut, aber es ist natürlich von den drei Fällen, ich habe alle drei hintereinander gehört, ist es deutlich das Schlechteste, fand ich auch. Ja. Oder das Schwächste, sagen wir jetzt mal so. Das kann man sich immer noch ziemlich gut anhören, weil auch das Duo, finde ich, wirklich auch in dem Fall gut funktioniert. Ja, dieser Regionalcharme alleine durch diese Kirmes da, die ominöse, auch deutlich verortet ist, und diese Brauereien, das hat schon so ein paar interessante Sachen eigentlich, ne, weil es geht eben auch darum, um das
Überleben von so kleinen Brauereien und so weiter. Also kommt auch so ein bisschen Tieferes so ein bisschen mit rein. Ja, und dann die NS-Geschichte, klar. Ja, aber so ganz funktioniert hat es für mich auch nicht beim dritten Fall. Ja, da fand ich die anderen auch deutlich besser. Ich glaube, es ist also bei mir ist es natürlich wahrscheinlich auch dieser Titel, der mich schon von vornherein abgeschreckt hat und habe gesagt, was wird denn da jetzt auch so? Vielleicht hat mir das schon von vornherein so ein bisschen die Hörlaune vergällt. Will ich nicht ausschließen. Ja, darfst jetzt zukünftig nicht nur nicht den Klappentext lesen, sondern auch gar nicht den Titel lesen. Ja. Ja, ein bisschen schwierig. Ja. Ja, also ihr könnt es noch hören, es ist sowohl im BR-Hörspielpool als auch im Podcast auf der Spur, heißt der nicht, ich habe eben knallhart gesagt, aber es ist auf der Spur, wo ihr eben solche Ermittlerkrimis findet, wo halt eben im üblichen meist Whodunit ermittelt wird und da findet ihr unter anderem diesen Krimi. Ja, dann gehen wir wieder ins Kommerzielle zu Erwischt. Da geht's fleißig weiter, auch mit Folge 12, Zeitreise ins Verbrechen, der Bankraub in der Baker Street. Ja, Baker Street, wer wohnt da? Richtig, genau. Und da gibt's auch so einen kleinen Seitenhieb, sage ich jetzt mal. Auch wieder ein Fall, von dem ich vorher noch nichts gehört habe. Da geht es um einen, ja, man kann sich schon denken, einen Bankeinbruch. Und zwar weiß ich, wer sich noch an die drei Fragezeichen, dem verschwundenen Schatz erinnert. Wie wird denn da in die Bank eingebrochen? Ja, so ähnlich läuft es hier auch ab. Wahrscheinlich ist das die Mutter aller Fälle, die danach so in die Richtung gehen. Ja, die Gangster-Truppe, die sich da versammelt, will einen Tunnel graben und unterirdisch eben an die Bank ran, aber nicht an den Tresor selber, sondern eigentlich, also schon an den Tresor, aber eher an die Schließfächer, weil in den Schließfächern eben die große Asche vermutet wird. Und so ist es so ein bisschen wie bei Ocean 11, dass quasi einer im Vorfeld in die Bank geht und so ein bisschen das Ganze auskundschaftet und sich als Kunde gebiertet. Und die anderen planen halt, wie man da am besten hinkommt, also Gerätschaften und was es eben so alles bedarf, um sowas größer Dimensioniertes über die Bühne zu bringen. Unsere drei Kids sind mittendrin, eine lesend, die anderen beiden wirklich mittendrin und erleben diese Geschichte als Komplizen des Anführers dieser Bande. Und das ist wirklich wieder sehr pfiffig und sehr spannend, vor allem natürlich, wenn man nicht weiß, wie dieser Fall ausgeht und wie dieser Fall so vonstatten geht, weil da wirklich noch so ein paar Besonderheiten reinkommen, wie die Polizei zum Beispiel auf die Spur der Täter kommt, ist sehr interessant und spannend. Und dann natürlich überbordend über dem Ganzen schwebt natürlich die Rahmengeschichte, die doch ziemlich heftig ist in dieser Folge. Denn wir sind ja da, Spoiler vorab, verlassen worden, dass der gute Bauer, also derjenige, der Herr des Buches, wenn man so will, der anstrebt, sich diverse Verbrecher aus diesem Buch herauslesen zu lassen und so eine Art Verbrecherarmee unter sich zu scharen und über die Welt zu lassen, der erpresst die Kinder damit eben, dass er die Oma gefangen hält und erpresst die Kinder damit, dass die eben Verbrecher aus diesem Buch rauslesen. Er selber traut sich da nicht mehr so ganz ran, weil er eben lange Zeit im Buch gefangen war. Während Cagliostro, der ja in der vergangenen Folge rausgelesen wurde, im Hinterzimmer im Endeffekt so eine Art Riesen-Update erfährt, was denn so in den letzten hunderten von Jahren passiert ist. Und so ist es halt spannend, schaffen sie es irgendwie, den Bauer, der da vor ihnen sitzt, irgendwie zu hintergehen und irgendwie mit Hilfe des Buches da irgendwas zu fabrizieren oder gelingt es ihnen nicht? Ja, das könnt ihr selber hören und ich kann mal so viel verraten, dass das so ein bisschen auf so ein Finale hindeutet. Auch wenn natürlich noch auch wieder eine neue Folge ansteht, aber ja, doch, da passiert dann doch so einiges am Ende, das so ein bisschen so einen abschließenden Charakter hat. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Folge fand ich Bombe, weil dieser Fall wirklich wieder sehr toll war. So ein richtiger Heist, so ein richtiger Coup. Sehr spannend und ja, das könnt ihr euch gerne anhören. Ja, dann kommen wir zu etwas klassischerem, nämlich den fünf Freunden. Die haben schon 155 Jahre, Folgen auf dem Buckel. Und der gute Christian Geilus hat eine neue Geschichte für die fünf Freunde geschrieben, nämlich das Erbe der Lady Thornton bei Europa. Die fünf Freunde sind mal wieder unterwegs, weil die gute Anne einen Wettbewerb gewonnen hat. Sie hat da so eine Kurzgeschichte geschrieben und hat den Hauptpreis gewonnen. Und das ist quasi so eine Art Wochenende in einem Hotel, dem Lakeside View.
Und dorthin fahren sie und natürlich sind die fünf Freunde allesamt versammelt dort. Und schon beim Eintreten entdecken sie gleich die erste Merkwürdigkeit, denn da sind Ehepaare, die sich sehr merkwürdig gebärden. Da geht es um ein Zimmer, das sie gerne hätten bewohnen wollen, das aber sie nicht bekommen haben. Und dann des Nächtens geht das Ganze weiter, weil sie dann Geräusche hören und da ist jemand an so einer Truhe zugange. Und dann schalten sich die fünf Freunde eben ein und sagen, naja, also wenn das so ein Rätsel zu lösen gilt, hier wir können ab und an mal, wir haben schon so einige Rätsel gelöst. Und dann lässt er halt die fünf Freunde an diese Truhe ran und sie entdecken da auch das Geheimnis und kriegen das Ding auf und so nach und nach sickert's, dass das alles mit diesem titelgebenden Erbe zu tun hat. Das Erbe einer Frau, die nicht einfach ihrer Verwandtschaft irgendwas vermacht hat. Nein, sie lag so ein bisschen im Clinch mit dieser Verwandtschaft und hat deswegen so eine Art Schnitzeljagd vom Stapel gelassen. Und das gibt dieser Folge letztlich den Rahmen, dieses Rätsel. Da gibt's noch so einen See, der in der Nähe liegt, mit dem es auch was auf sich hat, wo auch Gestalten entdeckt werden. Also alles so ein bisschen verdüstert dann auch noch. Doch, das hat viele Elemente, die in dieser Folge ziemlich gut funktionieren, fand ich. Das Ding hat Drive, auch wenn es 60 Minuten dauert, aber war in Ordnung tatsächlich. Wie gesagt, hat vieles von dem, was die fünf Freunde stark macht, also gerade hier im Rätselbereich und so, ist das Ganze doch sehr abenteuerlich und das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also da habe ich nicht so häufig mit dem Kopf geschüttelt wie bei der letzten Folge. Okay, du kannst aber den nächsten noch halt durchziehen, weil den, ich habe Angst vor Fröschen. Du hast Angst vor Fröschen? Also zumindest vor solchen Fröschen. Das ist ja genau das richtige Hörspiel für dich. Ich habe mir nach 500 Jahren mal wieder eine Geisterschocker gegönnt und zwar ob des Covers. Ich dachte, bei dem Cover, man muss sich zumindest mal reinhören. Und zwar die Folge 106 Düstermoor von Andreas Masut. Ja, das ist so eine Folge, wo man sich denkt, ja, hätte da vielleicht auch wieder der HG mit seinen Scheren angesetzt, dann hätte das vielleicht sogar wirklich was Knackiges werden können. Vor allem irgendwie verliert das Ding so ungefähr nach, na, sagen wir mal, der Hälfte bis zwei Dritteln, also hat das für mich völlig den Faden verloren und ist in diversen Geschichten und Verstrickungen dann abgedriftet, wo dann der Teufel noch mit reinkommt und gedacht hat, also das, Leute, macht doch da einen Schlusspunkt. Was kommt denn da jetzt? Nein, was macht ihr? Nein, was kommt? Nein, hört doch auf. Es war doch vorher in Ordnung. Naja, also so ähnlich ging es mir bei der Folge tatsächlich. Eigentlich schönes Setting und zwar geht es um eine Eisenbahnstrecke, die gebaut werden soll. Und zwar muss dafür ein Moor trockengelegt werden und da wird eben so ein Ingenieur hingeschickt, der das Ganze begutachten soll, ob das möglich ist oder ja, was man da alles machen müsste. Und natürlich ist da so ein Dorf in der Nähe und natürlich gibt es da diverse Geschichten, die mit diesem Moor zusammenhängen und unter anderem eine, ja, wie nenne ich das denn jetzt, so eine düstere Schauermär über eine alte Frau, die in dem Moor gewohnt hat und so als Heilerin im Dorf tätig war. Und dann, na, Dorfbewohner und Heilerin, na, was passiert? Ja, man kann sich's denken. Irgendwann, wenn es dann zu merkwürdigen Vorfällen kommt, wird natürlich die Frau verdächtigt und dann wird ihr Weg aus dem Moor abgesperrt und nur eine Frau hält noch zu ihr und versorgt sie mit Essen, aber letztlich werden die beiden dann, gehen da jämmerlich zugrunde, denkt man, aber es ist natürlich so, dass diese ältere Frau nicht nur eine ältere Frau ist, sondern ja, eine Wesenheit und da kommt dann auch dieser Frosch mit ins Boot. Also er ist nicht im Boot, er ist draußen, er ist groß, ein großer Frosch. Ich habe jetzt schon Angst. Ja, und dann, also hätte man das, also das hat tatsächlich ein paar Momente, also als zum Beispiel diese Geschichte dieser Frau erzählt wird, das ist schön schaurig auch inszeniert, ist alles in Ordnung. Ja, aber dann halt, dann denkt man sich, also so habe ich das Gefühl, denkt man sich, ja, das ist, reicht jetzt noch nicht so ganz für eine Geschichte, komm, da müssen wir jetzt noch hier irgendeine Verschwörung reinbasteln und hier, dass dann der Satan da noch mit reinkommt. Und da wird halt das nächste Fass aufgemacht, dann wird noch eine Ecke genommen in dieser Geschichte und noch eine Ecke dazu genommen und irgendwann hat man sich verwurstelt und kommt aus diesem Sumpf nicht mehr raus. Und also mir ging es zumindest so, also
wäre das Ding irgendwie nach ein halb bis zwei Dritteln zu Ende gewesen, hätte man da so einen Schlusspunkt gemacht, hätte ich gesagt, jo, ist okay, das kann man gut hören. So fand ich das viel zu lang und viel zu verkompliziert, also für das Genre irgendwie dann zu wenig auf den Punkt und hat mir dann so ein bisschen, obwohl es wirklich auch schöne Ansätze hatte, so ein bisschen die Stimmung verhagelt. Ja, obwohl auch tolle Leute mitsprechen, Luise Luno zum Beispiel und so hat mir gut gefallen. Ja, aber das alte Problem für mich immer mit so Gruselkrempel, der dann einfach zu lange dauert und nicht auf den Punkt kommt. Leider. Ja, ich habe nach Jahrzehnten auch mal wieder John Sinclair gehört. Nein, hör auf, du hast die Villa Wahnsinn gehört. Ich werde wahnsinnig. Das ist die Wucht in Tüten. Ja, irgendwie hatte ich so ein bisschen Bock drauf und gedacht, naja, komm, hier 50 Jahre John Sinclair. Wobei das ja jetzt auch nicht richtig ist, weil der ist ja nicht vor 50 Jahren auf die Welt gekommen, oder? Er muss ja wesentlich älter sein. Der ist ja auch nicht gealtert, oder? Also als Figur. Oder ist John Sinclair gealtert? Der ist doch so ein bisschen Drei-Fragezeichen-Phänomen. Ja, die sind ja wenigstens ein bisschen gealtert. Ja. Ja, das heißt drum. Also 50 Jahre ist jetzt mal das Jubiläum angesetzt. 1973 gab es den ersten John Sinclair und ja, jetzt 50 Jahre später gibt es Millionen von John Sinclair, schon ein bisschen den Überblick verloren, was es da alles gibt. Es ist ja schon, ich glaube, nach den drei Fragezeichen wahrscheinlich das mit dem umfassendsten drumherum, oder? Zumindest im Hörspielbereich. Ja, vielleicht noch, es geschah was war's? Mit den 499 Folgen? Ach, du meinst ja, ich meinte jetzt nicht von den Folgenanzahl, sondern von dem, was da überall gemolken wird. Mit Spin-Off-Serien und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und eine Sonderedition und da noch ein Handtuch mit Kreuz drauf. Also, ich möchte die Englischen noch mal rausheben, die ihr gerne mal ausbuddeln könnt, die richtig gut waren. Ja, die stimmt. Die sind wirklich gut. Ja, zum Jubiläum hat man dann auch was gemacht. Und zwar gibt es Villa Wahnsinn, ein Hörspiel, was eigens hierfür produziert wurde. Und das war auch, glaube ich, das Live-Hörspiel, oder? Das weiß ich nicht. Wenn ich das so richtig im Ohr habe. Also was dann auch auf dem John Sinclair Jubiläums-Event zu Gehör gebracht werden würde, an die lukrativ ausgestattete Kundschaft, die gerne mit dem Geld um sich geschmissen haben. Das war hier alles nicht so ganz billig. Aber sei es drum. Darf ich dann fragen, ob denn Jason Dark dann auch den Elmore kennt? Gesprochen hat? Das wäre eine gute Frage. Ja, genau, Elmore Kentrick, um den geht's nämlich. Er ist Schriftsteller und hat einen Enkel und zu diesem Enkel hin geht Jane Collins als Ermittlerin, denn da ist irgendwas im Busch und ja, dieser Enkel hat Fantasien und man bedenkt, da könnte was Handfestes zu ermitteln sein für unsere Geisterjägerfraktion und tatsächlich ist es dann auch so, denn es passieren dann in dieser Villa Wahnsinn, wo dieser Schriftsteller wohnt, Merkwürdigkeiten und sowohl Enkel als auch Jane Collins sind erstmal weg später. Ja, dann kommt natürlich irgendwann auch John Sinclair dazu und muss dann hier diverse Dämonen bekämpfen, die nämlich dieser Schriftsteller, der einst, beziehungsweise er hat mit denen, der einst einen Pakt geschlossen. Ja, und was da konkret dahinter steckt und was da, wie John Sinclair da rauskommt, Spoiler, relativ billig fand ich, aber ja, ich habe auch schon lange schon Sinclair mehr gehört, vielleicht ist das auch der Standard, keine Ahnung. Ja, das ist halt auch das, was mich immer so ein bisschen nervt, wo ich mich dann immer frage, warum zieht er nicht gleich das Kreuz und macht diese doofe Formel? Früher war es nur Kreuz raus, fertig und jetzt ist halt Kreuz raus und Formel. Müsste vielleicht mal nochmal irgendwas oben drauf setzen, irgendwie eine Mütze auf oder weiß ich nicht. Ja, genau. Und nur, wenn es mit frischer Sahne garniert ist, funktioniert. Ja. Ich fand die Idee, also so die Grundidee, das Ganze zu verbinden mit diesem Schriftsteller, der halt vor 50 Jahren diesen Pakt geschlossen hat, also so diese Seitenhiebe, was auch ganz nett war, dass der Anfang mit dem kleinen Jungen, der so ein paar filmische Anleihen hatte. Ja, das ist alles ganz nett und hat auch so ein bisschen Laune gemacht. Aber es ist leider auch einfach nur eine John-Sinclair-Folge irgendwie. Und das ist so,
Das ist dann so ein bisschen schade. Also da hätte, entweder hätte man noch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen dürfen und das Ganze ein bisschen skurriler machen und vielleicht noch mehr Anleihen und noch mehr irgendwie aus 50 Jahren John Sinclair dem Fundus da ein bisschen plündern sollen. Wäre vielleicht eher so eine Comedy-Folge vielleicht sinnvoller gewesen, aber das wollen die John Sinclair-Fans wahrscheinlich auch nicht. Weiß ich auch gar nicht. Auch ein schwieriges Klientel. Sind das so ernste? Ich glaube, ja. Echt? Oh, ist das wirklich, also ganz eher, also, ja, okay, nee, da wage ich mich jetzt nicht so. Nicht so ja, also so Humor geht, da ist kein Problem. Ja, ist, aber den furchtbaren, genau. Aber so Selbstreflexionshumor und sowas, das ist, glaube ich, schwierig. Hm. Ja, also ich habe mir da auch irgendwie noch ein bisschen mehr gewünscht. Also ich fand die Idee auch toll, tatsächlich. Mhm. Das hat mir gefallen. Wenn auch ein bisschen durchschaubar, aber. Und zu deutlich halt. Da, am Schluss, das hättest du jetzt nicht gebraucht. Das hätte man sich schenken sollen. Ja, und hat sich an der einen oder anderen Ecke so ein bisschen verwurschtelt, fand ich, mit der Geschichte. Da hätte also. Bei dem hat es am Schluss das mit dem Vornamen noch reinbringt. Da habe ich auch gedacht, aber haltet ihr eure Hörer für vollkommen bescheuert, dass sie das so mitkriegen? Also, das fand ich ja schon fast ein bisschen dreist, oder? Weiß nicht. Wir müssen hier noch eine Trittleiter hinstellen, damit es auch der Letzte mitkriegt. Ja. Ja, aber naja. Gut gemeint. Gut gemeint. War in Ordnung, ja. Jo. Aber ist jetzt kein Highlight. Also ich fand tatsächlich die letzten John Sinclair-Folgen, ich sage nur die Jenseitsmelodie und so, das hat mir mehr Spaß gemacht. Mhm. Ja, weil das deutlich merkwürdiger war. Und auch ja, also wie gesagt, also den Anfang fand ich hier super. Also da habe ich gedacht, oh, das wird bestimmt ein Fest, aber dann irgendwann, spätestens als John Sinclair dann da mit eingestiegen ist, war es irgendwie rum. Ja, das Doofe ist, den musste er irgendwann mal auftauchen lassen. Ja, das wäre ein bisschen blöd gewesen. Wenn der gar nicht gekommen wäre, stimmt. Er ist schwierig, ja. Naja. So, dann, es quietscht. Jemand kommt vorbei mit seinem Rollstuhl. Es ist Kommissar Tacheles. Ja, und es quietscht wirklich ab und an mal, weil es tatsächlich ein schöner Seitenhieb irgendwann mal war. Das fand ich ganz lustig, weil ich mir auch immer gedacht habe, ja, wie inszeniert man einen Rollstuhl? Mhm. Und ja, man Reifen quietschen lassen ist halt so ein Ding, dass quasi das Ding nicht so ganz rund läuft und ist dann eine Möglichkeit, das fürs Hörspiel zu transportieren. Fand ich dann schön, dass man das dann kommentiert tatsächlich durch seine Kollegin. Das fand ich eine schöne Idee. Folge 2 ist erschienen, Stich ins Herz von Markus Meisenberg. Apropos Kollegin, genau selbige ist nämlich auf einem Flohmarkt unterwegs und trifft da auf einen, jetzt nicht direkten Kollegen, sondern auf einen anderen Polizisten, der da Streife geht quasi und der sie erkennt und die unterhalten sich dann so ein bisschen. Dann ein Aufschrei in der Menge. Was ist passiert? Ein Mann sitzt da und tut das anscheinend schon länger, aber eine Kundin hat jetzt erkannt, der sitzt da nicht einfach so, sondern der hat ein Messer im Herz stecken und ist dementsprechend auch nicht mehr am Leben. Wie ist das passiert? Selbstmord kommt jetzt nicht so unbedingt in Frage. Das scheint schon irgendjemand mit Absicht getan zu haben von außen. Nur wie und wer war's? Und natürlich geht die Ermittlung sofort los. Tacheles kommt hinzu und in seiner doch wie immer sehr mürrischen Art werden dann die Leute in den umgebenden Ständen erstmal befragt. Und das ist unter anderem ein Pärchen aus Vater und Tochter, die so eine Live-Action-Roleplay so rum organisieren. Ganz komisch, weil die verkaufen nichts. Also machen sich dadurch schon so ein bisschen verdächtig. Das ist komisch, ne? Hat man so einen Stand und sagen halt, ja, das ist nur so ein Platzhalter. Wir wollen eigentlich hier Karten für unser Live-Event verkaufen. Ja, die haben nichts gesehen. Dann ist ein Afrikaner, der afrikanische Kunst verkauft, der gut mit diesem Mann bekannt war, der da ermordet wurde und dementsprechend doch sehr aufgelöst ist und sagt, dass das so ein guter Kerl war und ja, allein dadurch schon verdächtig, dass die zwei sich kannten. Da gibt es nämlich so eine Grundregel, die Tacheles erklärt, nämlich, dass zunächst der ganz, ganz vorne landet bei den Verdächtigen, der am meisten mit diesem Mann zu tun hatte. Und das ist halt in dem Fall erstmal dieser Afrikaner. Und dann haben wir noch eine Nazi-Braut um die Ecke, die erstmal über den Afrikaner herzieht und sagt, dass das ja höchstwahrscheinlich der war, ne, wegen Hautfarbe und so. Was dann ganz spannend ist tatsächlich, was Tacheles dann doch deutlich aus der
Reserve lockt. Gut, der ist jetzt nicht wirklich in Reserve, aber der da dieser Frau deutlich die Leviten liest und dann nicht nur er, sondern auch seine Kollegin. Und die schließen dann erstmal ihren Stand und ja, bitten sie aufs Revier, denn ja, also wie die sich verhält, das ist jetzt nicht gerade die feine englische Art. Ja, und so hat man halt drei in Tüdelchen Verdächtige und die werden dann erstmal gewälzt und je nachdem, was dann danach passiert, schiebt sich dann mal der eine oder mal der andere nach vorne. Dann geht es natürlich um die Tatwaffe und ob da DNA-Spuren drauf sind. Und ja, was dann dahinter steckt, verraten wir euch natürlich nicht. Außer, dass es sich ja um Mord handelt und es ist wirklich dann jemand gewesen. Wie sie dann draufkommen, ja, das müsst ihr selber hören. Ich fand die Folge in Ordnung. Jetzt nicht großartig mehr. Das Problem ist so ein bisschen, dass der Großteil der Folge tatsächlich mit diesem Mürrischsein von Tacheles zugekleistert wird und das wird einem irgendwann mal so ein bisschen über. Was aber ganz gut gemacht ist, finde ich, dass da diese Nazi-Braut mit reingebracht wird, die das so ein bisschen aufbricht irgendwie, weil man da so einen gemeinsamen Feind dann hat. Also das finde ich eine, auch wenn es platt ist, aber irgendwie ist das eine gute Figur, die das so ein bisschen auflockert und aufbricht. Der Fall selber und worauf das dann hinausläuft, ja, da kann man ein bisschen streiten. Ich fand's okay. Ja, vom Krimi-Plot her gesehen fand ich es zu billig und zu einfach tatsächlich. Also beziehungsweise kommt der Fall einfach viel zu kurz. Also beziehungsweise der hat überhaupt keine Finesse, fand ich zumindest. Also der ist ja so irgendwie so als ein Mord. Da wird das ist doch schon lang. Also es ist schon so, wird so eine Dreiviertelstunde gefühlt irgendwie rumgemutzt und geplänkelt und dann ist dann plötzlich der Täter da. Also das taucht so mir ein bisschen zu einfach auf, wie der so quasi überführt wird. Also da ist irgendwie, hätte ich irgendwie gern noch irgendwie so eine Wendung gehabt. Also es ist mir zu eindeutig gewesen und zu wenig raffiniert versteckt. Er enttarnt sich ja selber letztlich, genau. Dadurch, dass er austickt, ja. Ja, also das ist so, ja, ein bisschen schade, also das war also so vom Plot her ein bisschen verschenkt und ja, dafür, wie du schon sagst, gibt man dem Geplänkel drumherum ein bisschen viel Raum. Das, was schon passt, ein bisschen überdrüssig fällt, ist auch, ich finde es halt dann auch gut. Ich glaube, der Hörer dürfte es nach zwei Folgen, also eigentlich schon nach einer Folge verstanden haben, wie die beiden ticken. Ich glaube, man kann da auch ein bisschen zurückfahren, glaube ich, und das Ganze ein bisschen geschmeidiger erzählen. Ja, und Figuren brechen. Das ist ja dann immer das, was die einem nochmal näher kommen lässt. Ja, vielleicht genau. Ist das ja mit Folge 3, dass da ein bisschen was Privates kommt oder weiß ich nicht, was die Figur dann so ein bisschen bricht. Das ist verkehrt. Ja. Hermann Media, apropos Krimis von der Küste, das gibt's ja auch noch. Das ist eine neue Reihe, eine neue Hörspielreihe. Das gibt's auch als Lesung unter dem gleichen Titel. Deswegen muss man da immer ein bisschen gucken, was hat man denn jetzt? Ist es jetzt die Lesung oder ist es die Hörspielreihe? Ist auch so optisch nicht wirklich gut voneinander getrennt. Also man könnte beides miteinander verwechseln, aber der geneigte Krimi-Fan, dem ist es vielleicht doch egal, ob es Hörspiel oder Lesung ist. Jedenfalls gab es jetzt im Juli die erste Folge mit dem Titel Theresa und die stammt aus der Feder von Hajo Bremer. Darin geht es um Tom Novak. Der hat seine Frau bei einem Unfall verloren. Ja, versucht jetzt irgendwie da Abstand zu gewinnen und begibt sich an die Nordsee und lernt dort im Urlaub quasi auf Amrum eine junge Frau kennen, die ja plötzlich ebenfalls verschwunden ist, beziehungsweise ebenfalls verschwunden, also sie ist urplötzlich verschwunden bei einem gemeinsamen Badeausflug und ja, irgendwie die Polizei glaubt ihm nicht, dass es die Frau überhaupt gab und alles wirkt auch ein bisschen merkwürdig, weil auch das Problem ist, dass Tom Novak auch bei dem Unfalltod seiner Frau nicht so ganz ohne schlechtes Hinterhergerede rauskam und man immer noch die Vermutung hatte, ja, man könnte es ihm nicht nachweisen, aber vielleicht steckt der da mit drin. Da ist auch ein bisschen mehr auf dem Plan. Also nicht nur die Polizei hat da so ein paar Bedenken, sondern auch die Presse ist hinter ihm her und versucht, ja, so ein bisschen hinter die Fassade zu bekommen. Und da stellt man dann auch fest, da ist auch so ein bisschen mehr als journalistischer Eifer dahinter, der da vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund die Fäden zieht, als es vielleicht gut wäre.
dann gibt das Ganze, kippt dann in eine Richtung, dass es plötzlich relativ schnell klar ist, wo der Hase hier lang läuft. Also das kippt also ganz extrem und wenig subtil. Und dann wird aus diesem sehr rätselhaften Fall ein echt kräftiger Thriller, der ja ein bisschen diese Stimmung so ein bisschen verdirbt, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist die interessante und mysteriöse Story. Vom Anfang wird halt einfach so auf links gedreht und alles ist plötzlich klar und so von dem Flair ist dann gar nichts mehr übrig. Ich fand es vom Twist her schon originell, aber ja, ich hätte mir eher gewünscht, dass man das irgendwie ein bisschen konsequenter in der Darstellung zum Anfang hin auch zu Ende bringt und nicht da mit einem plötzlichen Kippen und dann auch vor allen Dingen so eine Motivlage so aus dem Nichts herbeizaubert. Das hat mich dann so ein bisschen gestört. Aber mal gucken, also die zweite Folge werde ich mir da auf jeden Fall noch gönnen. Also der Anfang fand ich wirklich sehr, sehr gut, sehr atmosphärisch. Das Ende hat mich jetzt leider nicht so überzeugt. Tja, kommen wir mal zu was ganz anderem. Nee, das ist tatsächlich eine relativ gute Zusammenfassung. ist zwar ein ganz anderes Genre, ein ganz anderes Thema, aber so der Verlauf hat mich doch sehr an Marvel Wastelanders so ein bisschen erinnert. Okay. Bei Audible hat sich ein großes Ding geschnappt, nämlich Marvel Wastelanders, das, wenn ich das richtig gesehen habe, ein amerikanisches Original ist und das ist quasi eingedeutscht worden und für den deutschen Hörspielmarkt auch nochmal vertont worden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hätte gedacht, ist es vielleicht so wie die Machart bei Alien 1? Ja, wobei das fluffiger ist, deswegen hätte ich jetzt vermutet, dass es vielleicht doch eher ein bisschen also eigenständig ist, eventuell. Hm. Also es hat zumindest jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass das irgendwie, bei Alien hat man das ja teilweise gehört, vielleicht auch mit im Hinterkopf, dass man es wusste, weiß ich, es ist schwierig zu sagen. Aber hier kam es mir jetzt, was das Hörspielerische anbelangt, zumindest nicht so vor. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist das eine Reihe, die mit Star-Lord losgeht. Also es werden ja die Marvel-Helden so ein bisschen abgefrühstückt, aber zu einer Zeit, in der es eigentlich so richtig keine Helden mehr gibt, denn das spielt in einer postapokalyptischen Zukunft. Ja, in der es eben so ist, dass nicht die Helden die Oberhand behalten, sondern ja, die Bösewichter haben letztlich gewonnen, wenn man so will. Und wir begleiten Star-Lord und Rocket. Die zwei sind noch übrig von den Guardians of the Galaxy. Den Rest gibt's nicht mehr. Und die zwei sind ja im Auftrag. Nee, fangen wir anders an. Es geht nämlich tatsächlich damit los, dass man da wild in was hineingeschmissen wird, und zwar an Bord eines Raumschiffs. Starke Bedrohungslage. Rocket und Quill sitzen da mehr oder minder fest und haben nur noch einen Rekorder-Roboter neben sich. Und das ziemlich Clevere am Anfang dieser Geschichte oder generell, was die Erzählung anbelangt, ist eben, dass dieser Rigelianische, also daher kommt er, Rigelianische Rekorder, diese Geschichte erzählt. Das ist eine Frauenstimme und die erzählt eben immer, ortet immer ein, jetzt ist so und so. Und das ist die Situation. Und dann kommt eben das, was sie aufgenommen hat. Und das sind dann eben diese Hörspielbits. Und das ist eine ziemlich schlaue Art, diese Geschichte zu erzählen, weil wir eben direkt da reingeschmissen werden, als sie eben auf diesen Rekorder treffen. Und da ist ein Großteil der Geschichte schon passiert tatsächlich, was dann im Nachhinein eben diesem Rekorder erzählt wird, wodurch wir dann auch erfahren, was vorher passiert ist. Nämlich eben, dass Peter Quill und Rocket einen Auftrag angenommen haben, und zwar sollen sie auf die Erde, die übrigens nicht mehr so die Erde ist, wie sie vor Jahren war, eben weil die Bösen gewonnen haben, ist alles ein bisschen eingedustert und so ein bisschen Apokalypse zwischendurch passiert, und dort sollen sie den schwarzen Vortex finden. Und dieser schwarze Vortex, was das genau ist, weiß man am Anfang nicht so wirklich, außer dass das ein Ding ist, das einem immense Macht verleiht, wenn man sich ihm unterwirft. Und ja, das wollen eben die Auftraggeber haben, und deswegen schicken sie die beiden dahin, aber nicht einfach so. Nein, sie sagen, ja, so als kleine Sicherheit verpassen wir euch noch so Halsbänder und ihr habt jetzt so und so lang Zeit, und wenn ihr das bis dahin nicht geschafft hat, den zu finden, dann macht's und euch fliegt der Kopf weg. Das hat mich doch sehr an Perry Roden erinnert, okay. Wer sich erinnert, ne? Mit den Halsbändern. Ja.
Das heißt, man hat, also es ist ziemlich clever, wie gesagt, einmal die Erzählart und dass man eben diesen Zeitdruck hat. Und so müssen die zwei eben fliegen zur Erde und stolpern da eben über dieses Raumschiff und diesen hegelianischen Rekorder, stürzen dann auf der Erde ab. Und man kriegt eben nicht alles zu hören, sondern eben ja immer mal so na, das, was eben dieser Rekorder aufgenommen hat und wenn die Leute irgendwie was erzählen. Und ja, dann sind sie auf der Erde und wundern sich, wie es da aussieht, ja. Und so erfährt man halt so nach und nach. Das hat so einen Western-Flair dann, das Ganze. Kommen sie in so eine Art Western-Stadt und treffen da auf einen Typen. Das ist wirklich ein Type. Ganz toll von Jürgen Kluckert gesprochen, fand ich. Der sie dann auf die Farm mitnimmt und man erfährt halt, dass der Doom, der große Doom über diese Wastelands herrscht. Oder Doomlands nennt er es selber. Und ja, die Bauern oder die Ranger ihm eben einen gewissen Teil ihrer Ernte abgeben müssen und er halt ja das Ganze überwachen lässt von Robotern. Und ja, so haben sie halt, versuchen sie halt ihrem Auftrag gerecht zu werden und suchen diesen schwarzen Vortex und treffen da eben natürlich auf diversen Widerstand. Es bleibt auch nicht unbemerkt, dass ja der Star-Lord und sein Rocket da sind, also die zwei Guardians of the Galaxy. Und dementsprechend gibt es da auch deutlich Widerstand. Und sie müssen den einen oder anderen Kampf hinter sich bringen, wie das halt so ist bei so Superhelden. Ja, um eben zu diesem Vortex zu kommen und treffen da unterwegs auch noch auf die Emma Frost. Das ist eine Telepathin und auf den, ja, letztlich formt sich halt, bemerkt man immer mehr so ein Widerstand gegen Doom, gegen diese Verherrschaft von Doom. Man erkennt dann halt in den beiden Guardians of the Galaxy, dass das halt so der letzte Push ist, den dieser Widerstand braucht. Und dann gibt's natürlich auch noch so einen ganz fiesen Möb, so einen Jäger, den Kraven, der ganz explizit dann Jagd auf die beiden macht. Und so schaukelt sich das Ganze halt natürlich schön hoch bis zu einem Finale. Und ja, dann ist das Ding zu Ende. Wie gesagt, das hat wirklich tolle Elemente. Also beispielsweise die Erzählstruktur. Das ist sehr clever, also vom Original her schon sehr clever erdacht. Dann haben die zwei Hauptcharaktere deutlich hörbar Freude an diesem Ding. Tom Vlaschia und David Striso, die machen das wirklich toll, wie überhaupt die ganze Besetzung wirklich durch die Bank das richtig gut macht. Dann ist die Klangkulisse und so, das ist alles in Ordnung, da ist man richtig schön drin. Die Geschichte verliert sich halt so ein bisschen, fand ich. Also am Anfang, wie gesagt, da überwiegen die positiven Aspekte, dass das eben clever erzählt ist und da wird man so richtig mit reingenommen. Aber so nach und nach irgendwie verliert sich das und dann ist da halt wieder irgendwie das Ding, dass ich mit diesen Superhelden-Geschichten irgendwie, ich werde da nicht hundertprozentig warm. Es gibt ganz wenige Filme bei diesen, ob es Marvel ist, ob es DC ist, gibt es wirklich wenige Filme, die ich wirklich für gut befunden habe, wo ich dachte, ja, ist auch ein guter Film. Logan zum Beispiel fand ich außergewöhnlich gut oder Deadpool. Ganz andere Richtung, Thor. Ragnarök zum Beispiel fand ich fantastisch, weil sie halt alles auf die Schippe nimmt und ganz anderen Ansatz hat. Aber sonst sind das halt irgendwie diese Superhelden, ich weiß nicht. Auch den ersten Guardians fand ich gut, weil das so eine deutlich humoristische Note reingebracht hat. Die ist hier zwar auch drin, aber irgendwie dieser Verlauf ist halt, ja, es ist halt dann doch irgendwie so superheldenmäßig und hab mich nur so bedingt mitgenommen. Wie gesagt, hat seine wirklich guten Seiten, also für alle, die hier auf Superhelden stehen, um Himmels Willen, gönnt euch das auf jeden Fall. Da werdet ihr wirklich eure Freude dran haben. Aber wer so mit Superhelden und so nichts am Hut hat, weiß ich nicht, ob ihr damit glücklich werdet. Ja, dann gemischt. Hau ich mal wieder rein. Ich habe auch noch mal was gehört vom NDR. Da gab es nämlich eine Ursendung eines zweiteiligen Hörspiels. Mein Lieblingstier heißt Winter, heißt das Ganze, und ist von Ferdinand Schmalz. Und darin begleiten wir den Tiefkühlkostvertreter Franz Schlicht, der einen Kunden besucht, oder eigentlich mehrere, aber einen Kunden, den erleben wir da, und zwar den Dr. Schauer. Und der hat ein Problem mit dem Ableben, denn er möchte nicht auf herkömmliche Weise sterben und von seiner Tochter dann in der Wohnung gefunden werden, sondern er stellt sich vor, dass er ablebt in einer Tiefkühltruhe und Franz Schlicht als, ja, könnte ihn ja dann, weil er ja eh das Tiefkühlauto vor der Tür hat, ihn abholen und auf eine Lichtung, auf der er gerne war, dorthin setzen und langsam wieder auftauen lassen. Diese skurrile Absicht ist auch schon sinnbildlich für das Ganze, was hier zu hören wird, denn es wird in jeder Hinsicht sehr abstrus, sehr
ja, österreichische im besten Wortsinne, denn diese makabre Stimmung, diese Merkwürdigkeiten, das kennt man schon von anderen österreichischen Autoren. Also es hat so einen Flair, der wahrscheinlich denjenigen, die Wolf Haas Sachen, die vor allen Dingen die Suchanek Sachen, denen sowas gefallen hat, hier auch wiederfinden und hieran wahrscheinlich auch Spaß haben. Wahrscheinlich ist es sogar noch, also ist wahrscheinlich, ist auf jeden Fall, ist es noch eine Spur abstruser. Was eine ganz große Besonderheit ist, es hat so eine ganz eigene Sprache, die mir zumindest ein bisschen schwer gefallen ist, tatsächlich, weil es diese Sprache durchzieht das ganze Hörspiel. Das heißt, jede Figur spricht in so einem bestimmten Duktus und das hat mich dann irgendwann, fand ich das zu wenig ausdifferenziert oder zu wenig oder zu gleichförmig, als dass es tatsächlich irgendwie so eine Gruppe abbilden könnte. Also das war so ein bisschen was mich so gestört hat. Also wenn das so der Erzähler so getragen hätte oder die Hauptfigur, die anderen hätten halt in einem normalen Stil gesprochen. Aber so ist das Ganze in einer Sprache gehalten. Macht es natürlich ein bisschen konsequent. Es macht das Ganze auch, verfasst das auch in einem eigenen Kosmos zusammen. Das schon, also es hebt das so ein bisschen aus der Realität herab und verschiebt das in so eine Art Parallelwelt, was dem Abstrusen dann auch wieder ganz gut tut, weil dadurch wird es ein bisschen glaubwürdiger. Aber es ist, ja, es ist nicht ganz einfach. Also man braucht schon ein bisschen Durchhaltevermögen und ein paar Minuten, vielleicht auch ein paar Minuten länger, um sich da richtig reinzuhören. Wie gesagt, wenn ihr so diese abstrusen österreichischen Krimis mag, dann hört hier gerne mal rein. Das könnte euch dann auch hier sehr gut gefallen. Mich hat es jetzt leider nicht so abgeholt, aber ich habe da ja eh so ein bisschen hier und da meine Schwierigkeiten mit solchen Stoffen. Insofern, ja, will ich da auch nicht der Maßstab sein, aber würde ich dort doch empfehlen, dort mal selbst reinzuhören und mal zu gucken, ob euch das gefällt. Wenn ihr nach der ersten Folge sagt, ist nichts, okay. Aber wenn es euch dann gepackt hat, dann schafft ihr auch noch locker die zweite. Ich habe es probiert. Ich war wahrscheinlich nicht in der Stimmung und ich war in Österreich, als ich es gehört habe. Ja, das ist natürlich schlecht. Das wäre zu viel. Ja, das ist dann too much, ja. Ich probiere das dann vielleicht doch nochmal. Ja. Ich lese ja zurzeit mit Freuden alle Brenner-Krimis. Ich bin jetzt bei den Tieren bin ich gerade. Also lese das wirklich mit Freuden. Vielleicht höre ich ja doch nochmal rein. Also ich glaube tatsächlich, als Roman hätte ich das wahrscheinlich verschlungen. Könnte ich mir vorstellen. Da hätte mir wahrscheinlich auch die Sprache nichts ausgemacht. Mhm. Aber ist es beim Brenner auch so, dass du so eine ganz eigenwillige Sprache hast und du wirst ja immer angesprochen von diesem Erzähler, der in Erscheinung tritt. Das ist ganz merkwürdig, aber ganz, also finde ich mal, mehr. Die verzichten dir vollkommen auf Hilfsverben und das nervt irgendwie. Okay. Also so auf eine besondere Art, also weil es halt jeder macht. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Okay. Ja. Naja. So, dann kommen wir ins Gruselgenre. Es ist, als ob ich schon eingezwitschert hätte hier. Trink nur Tee. Das ist übrigens auf dich zurückzuführen. Das habe ich mir von dir abgeguckt. Das Tee trinken? Dass dieses Teegetränke zum Orcast, ja. Ja. Es wirkt beruhigend auf Leib und Seele. Ja, deswegen trinke ich heute als Konterpart Kaffee. Echt? Da könnte ich nicht schlafen. Ja, es ist auch besser, wenn du beim Trinken nicht schläfst, weil dann schüttest du ja alles über. Also, es gibt ja Leute, die können spät noch Kaffee trinken und haben da überhaupt kein Problem mit. Also ich würde da gerade im Bett stehen, glaube ich. Nee, macht mir nichts. Es ist doch so ein Rest von heute Morgen. Der ist auch schon so lauwarm. Aber guter alter Filterkaffee. Wir trinken ja auch immer nur hier diesen handgefilterten. Ja. Das war so krass. Wir waren ja im Urlaub in Österreich. Entschuldigung, jetzt muss ich aus dem Nähkästchen plaudern, aber wo wir schon dabei sind. Sind wir auf dem Bauernhof angekommen und dann war da nur so eine Kapselautomatmaschine in unserer. Und dann haben wir so rumgedruckst und haben sie vielleicht so ein Handfilter oder sowas? Ja, die Oma hat, glaube ich, noch. Und dann hat die Oma vom Hof war dann so nett und hat ihren Filter uns geliehen für die Zeit, als wir da waren. Okay. Das war sehr nett, ja. Aus Porzellan wenigstens? Nein, Kunststoff. Nein. Ganz, ganz oller Plastik. Okay. Dings, ja. Aber wir haben Porzellan, ja. Ja. So steht noch eine Liter auch drauf. Das war meine Odyssee. Ich bin nicht bald wahnsinnig geworden, versucht, einen Porzellanfilter zu finden. Schwierig, ja. Hat bei mir auch eine Zeit gedauert. Dachte ich, ja. Also ich war dann auch, in so einem Manufaktum, also nicht im Manufaktum, aber so einem Laden, der sich
dafür hielt. Und da wollten die, ich weiß gar nicht, warte, 40 Euro oder irgendwann, habe ich gesagt, hier, was? Ich glaube, geht los. Leben nicht. Und dann habe ich einen auf dem Flohmarkt gefunden, allerdings in der Größe 3. Okay. Was ja eigentlich nicht schlimm ist. Das einzige Problem ist halt, du musst halt auch dann, hast du immer das Problem, du musst halt irgendwo Filtertüten kriegen in Größe 3. Und irgendwann stehe ich ich weiß ja nicht mehr, aus welchem Grund ich da drin war im DM, und da hängen die in allen Größen als Porzellanfilter rum für 7 Euro. Okay, so die Retrowelle oder was? Okay. Keine Ahnung, also es waren, gab es 2er, 3er und 4er. Okay, ja, ich habe damals einen in Farbe meiner Frau mal geschenkt. Ja, der weiß ja auch nicht mehr wo, also das hat aber auch lang gedauert, bis ich da was Vernünftiges gefunden habe, aber da stand dann das wirklich der Original, wo noch Melitta draufsteht. Ja. Voll schön, ja. Freue ich mich jedes Mal, wenn wir da Kaffee machen mit. Meine Mutter hat einen in 6. Eieiei, okay. Ja, ja, so schmeckt der Kaffee auch. Wie Thorsten Sträter sagt, ein Schluck getrunken, ich will in Polen einmarschieren. Ja. Ah, schön. So, ja. Wir kommen, logische Schlussfolgerung zu den Midnight Tales. Es sind 2 Folgen erschienen, und zwar am 7.7. ist erstmal die Seeschlange erschienen, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil das ist ja eine Geschichte, die wir schon kannten aus dem Gruselkabinett von William Hope Hodgson. Hodgson, das ist unfassbar, oder? Hodgson. Das sind irgendwie 3 S-Laute hintereinander. So ist was für mich. Die Folge 80 ist das. Und es ist im Endeffekt die Geschichte, wie wir sie schon kennen. Also es geht um einen Matrosen, der auf einem Schiff unterwegs ist, und dieses Schiff gerät in Seenot dadurch, nämlich, dass da auf einmal wirklich aus dem Nichts ein Monster auftaucht, eine Seeschlange, diese titelgebende, und die halt so nach und nach dann die Leute auffrisst an Deck. Na gut, er muss ja irgendwie übrig bleiben, weil er erzählt ja dann diese Geschichte. Und ja, wie es denn dazu kommt, dass er dann überlebt und wer da unterwegs noch alles gefressen wird und was er für Abenteuer da auf diesem Schiff erlebt, bis er eben gerettet wird, das wird hier erzählt. Aber auf eine andere Art, wie das beim Gruselkabinett war. Und mir hat das nicht so geschmeckt, muss ich sagen. Ich weiß, ich kann es aber auch nicht so direkt benamsen. Es ist natürlich ein bisschen gemein, weil der Gag der Geschichte schon ein bisschen weg war. Weil also beim Gruselkabinett, da waren wir ja total erstaunt, weil das ja nicht so richtig ins Gruselkabinett irgendwie gepasst hat. Ja. Irgendwie schon, aber andererseits war das halt schon voll auf die 12. Ja, Gruselkabinett ist halt Horror, nicht Grusel. Ja. Und das halt richtig gut inszeniert und da wirklich ganz toll mit Spannungsmomenten auch gespielt, dass man quasi immer so im Versteck gelauert hat und dann gehört hat, was da passiert. Und das passiert zwar hier auch, aber ich finde, beim Erzählen ist das, finde ich, nicht so gut gelungen, diese Spannungsmomente aufzubauen, diese großen. Ich glaube, was mich gestört hat, ich weiß nicht, ich habe das Gruselkabinett nur noch so rudimentär im Ohr. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch genauso war. Mir hat die Ebene zwischen diesen Erzählpassagen gefehlt. Also es erzählt ja einmal der Seemann, der quasi den Überlebenden dort aufgefunden hat. Und dann erzählt der aber auch als reiner Erzähler. Und ich hätte das irgendwie besser gefunden, wenn man da diese Spielebene dazwischen, wie der also quasi aufgefunden wurde und quasi in diesem Auffindeprozess, das eben spielt, dass er dann da auf dem Krankenlager erzählt. Das hätte so ein bisschen, man hätte ja dann wieder in die Spielszenen reinkommen können, aber so war das für mich zu sehr getrennt zwischen also es waren 2 nüchterne Erzählungen, die dann klar mit dem Hörspiel im Hintergrund nochmal draufgesetzt, wo es dann natürlich dramatisch ein bisschen zur Sache geht, aber die Ebene zwischen den 2 Erzählern, da hätte ich mir eben lebendiger gewünscht, dann wäre es, glaube ich, wäre es für mich, meine Begriffe, besser gewesen. Also so waren wir die beiden Erzählebenen einfach zu nüchtern. Mhm. Ja, also im direkten Vergleich muss ich auch sagen, fand ich die Gruselkabinett-Version deutlich besser. Mhm. Es ist trotzdem immer noch eine gute Geschichte, die auch entsprechend umgesetzt ist. Aber wie gesagt, also im direkten Vergleich, ja, doch eher Gruselkabinett. Was aber ein bisschen gemein ist, ja. Ja, ja, das stimmt schon. Es war echt eine gute Folge, ja. Ja, und dann gab es, wir nehmen es mit rein, auch wenn es August ist, aber es ist knapp August, der 4. August, da gab es eine weitere Folge, und zwar die 81, die Hütte.
eine Geschichte von Christoph Sobol. Das ist dann wieder direkt für die Midnight Tales geschrieben, etwas Neues. Und zwar geht's da in den tiefen Wald. Da steht eine Hütte und in diese Hütte wird eine junge Frau gebracht und sie hat da einen Job zu erledigen. Und zwar winken 10.000 Dollar Belohnung dafür, dass sie 2 Tage lang, ohne die Hütte zu verlassen, ja, online Kunden in Tüdelchen bedient als Call Girl. Heißt das dann Call Girl? Das Girl, das man anruft? Nee, es heißt ja nicht Call Girl. Wahrscheinlich steht Telefonsex, weiß ich nicht. Ja, Telefonsex am ehesten. Callcentratrine. Genau die meine ich ja. Ja. Und ja, alles, also von außen sieht die Hütte ziemlich abgeranzt aus, aber innen drin alles, ja, kann man es ganz gut aushalten eigentlich. Ja, und dann geht die Chose so los und sie hat natürlich dann auch die ersten Kunden, die dann ihr ins Bad folgen und beim Baden zugucken dürfen und gegen entsprechend mehr Geld dann auch zugucken dürfen, wie sie aus dem Bad raussteigt. Und ja, so wird halt den Leuten so das Geld aus der Tasche gezogen, so nach und nach. Ja, bis dann sich einer meldet und in den Chat mit einsteigen will und sich gar nicht so nett gebärdet, sondern sagt, dass es ihr jetzt an den Kragen geht und diverse Unflätigkeiten vom Stapel lässt. Sie will ihn dann rausschmeißen. Sie hat dann nämlich, oder diese Hütte ist sozusagen gesteuert oder ja, im Endeffekt lässt sich alles in dieser Hütte per ja so eine Art Alexa steuern. Ja, aber das Problem ist, dieser Computer reagiert dann nicht mehr und reagiert dann irgendwann mal nur noch auf das, was dieser Eindringling sagt. Und das ist natürlich ganz schön heftig, weil der unter anderem sowas wie die Sauna-Funktion steuern kann, wo ja in der Hütte dann eine Höllenhitze auf einmal herrscht und ja, so beginnt halt der Psychoterror. Und ja, wie das dann so weitergeht, ja, das ist eine Gruselgeschichte, so ein bisschen kann man sich vielleicht sogar schon denken. Und das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte, man weiß schon so, ja, man hat alles schon mal so ein bisschen so gehört, ist jetzt alles nicht so neu. Was ich nicht schmälern will, ist tatsächlich, was da was die Sprecher dann draus machen. Das ist eigentlich alles in Ordnung. Wie gesagt, so ein bisschen leidet es halt darunter, dass die Folge dann zwar am Ende, das kriege ich natürlich schon einen Schluss und es ist alles schön drastisch. Ja, aber ist jetzt alles so ein bisschen vorhersehbar tatsächlich. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen gestört bei der ganzen Geschichte. Und man muss ein Faible für diese Art von, es ist ja kein Splatter, was ist denn das, von Psychoterror, Grusel mitbringen, wo so die ungeschützte Frau in der Wildnis alleine ja einem Psychopathen überlassen wird. Und da, irgendwie, das ist auch irgendwie nicht mein Genre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber also ich möchte es nicht kleinreden, das war in Ordnung, ja, aber wie gesagt, also so am paar Ecken hat es für mich dann gefehlt, als dass das dann eine Top-Folge geworden wäre. Okay. Aber es ist in Ordnung, ja. Na gut, so nach der, wie viel war es jetzt, 81. Folge Midnight Tales kommen wir zu einer Serie, die dann ein bisschen neuer ist und zwar mit dem ersten Aufschlag aufwarten kann. Und zwar heißt die Serie Po Mortem, beziehungsweise es wird ja eher eine Reihe. Darin werden von Konstantin Wiedemann, den kennt vielleicht den einen oder anderen noch von Berlin, Ich hasse dich, das hatten wir ja auch vor geraumer Zeit hier vorgestellt. Das ist seinerzeit mal bei der Wolfie Office erschienen, aber jetzt nicht mehr erhältlich. Und dieser Konstantin Wiedemann hat sein eigenes Label Saus und Braus jetzt gegründet und will monatlich da in den Streaming-Diensten, also insbesondere bei Spotify, ich glaube bei Deezer ist es noch nicht und ich weiß ja, bei Apple habe ich nicht so auf dem Schirm und was es da sonst noch so alles gibt. Also zumindest mal werden die Streaming-Dienste damit gefüttert. Das sind kurze Hörspiele nach Geschichten von Edgar Allan Poe. Die Reihe heißt Poe Mortem und die erste Folge behandelt den Fall William Wilson. Und was sehr respektabel ist und sehr originell, fand ich, ist, dass man diese Story eben nicht in dieser Poe-Zeit und in dem Poe-Duktus erzählt, sondern einfach den Plot in die Jetztzeit transportiert und da quasi die Idee dahinter mit aktuellen Themen, mit aktuellen Verhaltensweisen und so weiter spickt. Also der Protagonist William
Entschuldigung, er nennt sich auch, er heißt auch nicht William, wie heißt er hier? Wilhelm. Hat ja auch einen deutschen Namen, oder? Wilhelm. Wilhelm, genau. Ja, das ist ja klar. Es war eigentlich zu einfach, ja. Wilhelm hat ja das Problem, dass ihn quasi sein alter Ego folgt und quasi wie, ja, ein, ja, es wird schon schwierig, man würde böser Geist sagen, aber das ist es ja vielleicht gar nicht, denn ja, jedenfalls macht er ihm das Leben schwer, vermeintlich, und er hat dadurch erhebliche Probleme und gerät von einem Schlamassel in den nächsten, und ja, das Ganze, wie das Ganze ausgeht, das verraten wir jetzt natürlich nicht, aber das steigert sich schon im Laufe des Hörspiels immer eklatanter. Ja, dieser alter Ego, den es da gibt, ja, was macht er eigentlich? Ist der jetzt tatsächlich diese böse treibende Kraft, oder ist das Ganze vielleicht dann doch ein anderes? Ja, also mir hat das tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das Format klasse, also diese halbe Stunde, da ist also kein Satz zu viel drin. Das fand ich ziemlich gut. Die Idee, das zu transportieren, finde ich prima. Und das Einzige ist, man hätte dann vielleicht auch das so in der Optik und im Thema vielleicht auch entsprechend modernisieren können, damit also die Erwartungshaltung auch eine entsprechende ist. Also wenn man das Cover sieht und Poe Mortem drüber steht, da denkt man schon, okay, es ist Edgar Allan Poe, wie er lebt und lebt. Aber es ist dann gar nicht so. Und man hätte vielleicht dieses Moderne ein bisschen mehr betonen dürfen, in der Optik zumindest. Aber vom Hörspiel habe ich eigentlich nichts zu meckern. Na, ich auch nicht. Also ein paar dicke Lobe auszusprechen vielleicht noch an Paul Worms in der Hauptrolle, der das ganz toll macht, fand ich. Dann, wie die Geschichte transportiert wird, das hat für mich wieder gezeigt, wie zeitlos Edgar Allan Poe ist. Mhm. Also, dass man diese Grundidee und diesen Wahnsinn und dass dieses Psychologische, was hinter dieser Geschichte steckt, dass das auch sowas zutiefst Menschliches einfach hat. Und es ist kein Wunder, dass Edgar Allan Poe immer noch sehr viel gelesen wird und verhandelt wird in den diversen Medien und umgesetzt wird, weil der konnte halt einfach wirklich was und hat sich diese tollen Geschichten ausgedacht, die halt wirklich zeitlos sind und eben auch übertragbar sind auf die heutige Zeit. Ganz wunderbar. Und das ist wirklich super gelungen. Was ich auch ganz toll fand, ist, wie das erzählt wird. Also es wird letztlich von der Hauptfigur ja erzählt, der so ganz resigniert im Endeffekt diese Geschichte uns erzählt, wo ich mich am Anfang auch gefragt habe, in welcher Situation steckt denn der jetzt gerade? Was aber irgendwann mal komplett wurscht ist tatsächlich, weil man so in diese Geschichte dann drin ist. Ja. Ganz toll. Also ich war auch als begeistert, ist vielleicht zu viel, aber doch schwer angetan. Und ja, was ich auch gut fand, dass man da so reingeworfen wird und da eben nicht irgendwie eine Viertelstunde Aufgalopp ist, ja, um die Situation jetzt erstmal zu erklären und zu erklären, warum man jetzt an diesem Punkt ist. Es geht ja direkt mit diesem Streit mit der Freundin los, und das fand ich schon beeindruckend. Hm. Ja, das also sehr gerne traut. Mehr davon. Ja. Da freue ich mich auf Nachschub. Also das ist auch eine tolle Idee. Recht simpel eigentlich, aber eine ganz tolle Idee. Und wenn das so umgesetzt wird wie in der ersten Folge, na super. Gerne, ja, nehm ich auch. Dann kommen wir zum Radio-Tatort, die 179. Ja. Friedrich Annie hat ja so ein paar Hörspiele geschrieben in letzter Zeit und unter anderem auch den aktuellen Radio-Tatort des SWR, den ich tatsächlich in Österreich beim Spazierengehen gehört habe. Und dann bist du auch deutlich näher am Thema als ich. Und im Endeffekt tatsächlich, so blöd das klingt, das ist irgendwie gemein, aber ich habe den quasi während des Hörens, ist der mir entfallen. Ja, kann ich verstehen, weil er ist auch ein bisschen sperrig in der Erzählung, obwohl die Story eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Es geht um Ausreißer und eine Leiche, die in einem abgebrannten Haus oder beziehungsweise neben einem abgebrannten Haus gefunden wird, und da ist erstmal nicht klar, wer ist das überhaupt? Wer ist diese Person? Denn dieses Haus ist eigentlich nicht bewohnt, also es ist eine Kneipe, die da abgebrannt ist, und da ist eigentlich keiner. Dennoch gibt es diese Leiche, und die Leiche ist eben nicht im Haus, sondern daneben, und das wirft einige Fragen auf. Was dahinter steckt, ja, das dröselt sich erst so langsam auf, als bekannt wird, um welche oder wer diese Person ist, die dort aufgefunden wurde. Und dann entspinnt sich so langsam ein Fall, der an zwei Enden aufgeknüpft wird. Nämlich einmal geht es um die Besitzer dieser Kneipe und zum anderen mal um die Person, die dort liegt, die eigentlich unabhängig voneinander wären, aber sie haben dann doch Berührungspunkte. Und ich glaube, dieser Berührungspunkt war das, was so ein bisschen
was mir so ein bisschen gedacht hat, ah, das ist ein bisschen viel Zufall. Ist zwar eine nette Idee, aber der Plot hat dann so ein bisschen das Geschmäckle, naja, also das ist, passt alles ein bisschen zu gut ineinander. Es ist tatsächlich, hätte ich mir so ein bisschen mehr Farbe drin gewünscht, denn es wird so in so einem behäbigen Ton erzählt und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das Ding auch bei mir kaum verhaftet hat und ich den wirklich gehört habe und dabei gedacht habe, ja, halt ein Krimi und aber irgendwie war da kaum etwas, wo ich gedacht hätte, ach, guck mal, aufgemerkt, das ist jetzt toll und das ist jetzt toll, weil es auch Friedrich Arnie besonders gut zu erzählen weiß. Also das habe ich so ein bisschen vermisst. Mir war es auch ein bisschen zu nichtssagend in der Darstellung. Hm. Ja, obwohl es ja eigentlich drastisch ist mit dieser Jugendlichen und so, aber irgendwie, also nicht verhaftet, das trifft es sehr, sehr gut tatsächlich, weil also da ist bei mir auch nichts kleben geblieben tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht. Ja, war das der Einstand, oder? Im Radio Tadasch. Ich habe so ein bisschen den Überblick bei Arnie verloren, weil der in allen Ecken mittlerweile schreibt. Ja, mir hat auch sein Dreiteiler nicht so gefallen, den war. Ja, den fand ich noch ganz okay. Also den fand ich zumindest besser als diesen Radio Tadasch. Ja, das schon, ja. Das stimmt. Okay. Ja. Gut, die Erwartungshaltung ist zu groß. Ja, gut, dann kommen wir jetzt lieber zu was Solidem.